Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim Plus. Schön, dass du wieder dabei bist. So, in der letzten Folge haben wir hier diese Banditenhöhle mal geleert. Offenbar haben die hier Tierversuche gemacht. Widerlich, oder Tierkämpfe zumindest. Ganz schön traurig. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Ich nehme an, hier geht es wieder nach draußen. Ist ja sehr schön gemacht hier, ne? Dass immer so diese Höhlen am Ende des Dungeons einen Shortcut zum Ausgang haben, dass man nicht komplett durch die ganze Höhle wieder latschen muss. Scheint hier auch so zu sein. Mal schauen, wo wir dann hier wieder rauskommen. Wasserfälle hatten wir ja schon genug gesehen, aha. Oh, ich höre aber noch Stimmen. Was? Hier drüben! Hey! War das ein Kind? Wieso haben denn die Banditen hier Kinder in der... Aber dann kann man die auch nicht töten. Warum? Hä? Oder war das seine Frau Liesel? Das sah mir eher so aus, ne? So, eine schwarze Mütze. Ja, der doofe Bär, der macht keine halben Sachen. Gut. Stahlschwert. Truhe. Gut. Gut, gut. Hier ist nichts mehr. Oder nischt. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann zu dieser Zaubererakademie kommen. Ich würde gerne mal gucken, ob wir da wirklich so einen Lichtzauber oder sowas erlernen können. Hm, wie kommt denn jetzt der Bär hinter uns her, wenn wir jetzt hier runterspringen? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, wie überall so mit so Versuchen oder so, ne? Da unten ist ja schon wieder Käfige. Ja, auf die Gefahr hin, dass wir den Bär jetzt, obwohl der warpt dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit, warpt der, glaube ich, zu uns. Und wir haben auch die Fähigkeit, Begleiter teleportieren. Kommt der angelaufen. Ellie? Ist da jemand? Oh, oh. Ein Kletterbär. Nicht ein doofer Bär, ein Kletterbär. So, Gold, Dietrich, Ale. Das ist ja ein sehr überraschender Loot. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So. Ja, Bär.
Die Bandana. Zu schwer, zu schwer. Okay. Gucken wir mal kurz. Ich denke mal, dass da hinten geht's weiter und hier ist eine Sackgasse. Oder? Oder war ich hier schon mal? Wie denn hier? Ich bin verwirrt. Waren wir hier schon? Habe ich die Orientierung verloren? Das war der Weg, wo wir reingekommen sind, ne? Oder? Aber dann... Hä? Doch, genau, hier war der Weg da runter. Ja, doch, jetzt habe ich es wieder. Puh, da war ich aber jetzt gerade mal kurzzeitig vollkommen orientierungslos. Dann wird's Zeit, dass wir hier mal verschwinden. Und dann mal wieder langsam auch mal den einen oder anderen Quest abgeben, glaube ich. Achso, wir können übrigens noch aufsteigen. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder Gesundheit. Redekunst ist nicht über die Schwelle, einhändig auch nicht. Schmiedekunst müssen wir überhaupt erstmal irgendwie was machen. Was ist denn hier mit die Beschwörung, Redekunst, Taschendiebstahl, Schloss knacken? Lehrling, so was haben wir dann? Flinke Hände. Ohne entdeckt zu werden. 50! Oh! Oh! No mess with Lo Wang. So. Jedenfalls, ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir da ein paar Quests abgeben. Den einen oder anderen, den wir da jetzt gesammelt haben. Aber wir hatten in der Nähe ja auch noch was, wo wir auch noch hin wollten. Sollen wir das sofort mitmachen? Ich würde sagen, ja. Wenn wir gerade einmal hier in der Nähe sind. Und das ja sowieso so schönes Wetter hat hier gerade. So, da müssten wir einmal wieder zurück runter auf die Straße und dann der Straße folgen. Schauen wir mal. So, das wäre dann hier entlang über die Brücke und dann hier runter zur Mine. Ich weiß gerade nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass ich gerade den Eindruck habe, das hier schon mal so gesehen zu haben. Aber natürlich, ne? Irgendwann wiederholen sich die Texturen und Wasserfälle habe ich übrigens auch überarbeitet. Irgendwann wiederholen sich die Texturen und dann kommt man über eine Brücke, dann sieht natürlich auch ähnlich aus wie andere Brücken, die man bereits schon gesehen hat. Ne? Ich glaube, das gehört dazu. Oh. Ein Skiva-Schwanz. Und ein bisschen Eisenerz. Das lindert gar meinen Reiseschmerz.
Gut. Das sieht auch irgendwie toll aus, ne? Da ist auch vermutlich wieder irgendwas. Aber wir spielen hier ohne Kompass für mehr Immersion. Hier da, Reisender, hier drüben. Oh. Wie ist das passiert? Das ist nah genug, Schwach. Hallo? Wer ist da? Vampire! Danke, Bär. Diese Vampire haben den doch überfallen, oder? Oh, Novizenrobe. Die ist immer viel wert. So, Vampirstaub. Wo ist er hin? Bär, wo hast du den hingepackt? Ja, wo hast du den Vampir hingepackt? Disteln. Ach, es ist schön. Aber ich mag das auch, ne? Dass in dieser Welt so zufällige Ereignisse sind, die dir nach deinem Leben trachten. Oder in dem Fall, glaube ich, eher... Nee, nach dem Geld auch nicht, ne? Die haben den überfallen, ausgeraubt und liegen lassen. Verwirrend. So, wir müssen... hier unseren Wegpunkt setzen. Ist auch so ein kleines Lager. Ist das das, wo wir hin müssen? Vielleicht. Das Geräusch gefällt mir nicht. Wir sollen aber ohnehin hier auch einen Beutel abbringen, das heißt, wegbringen. Das heißt, ich muss ohnehin eine Siedlung sein. Vielleicht können wir auch einkehren und mal eine Runde schlafen. Das ist nämlich schon ganz schön spät. Auch wieder ein bisschen anderes Teil der Gebäude, gefällt mir. Oh, da scheint aber so ein armes Camp zu sein. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir irgendwo hier einkehren können. Nein. So, mal eben kurz Eier sammeln. Und Weizen, ne? Wir wollen ja immer noch Knoblauchbrot backen, wenn wir da zu Hause sind. Nur für den Fall, dass ihr es mittlerweile vergessen habt. Ja, dann müssen wir irgendwo schlafen mal so langsam, oder? Dass die Leute hier wieder wach werden. Or do we? Hier wäre eine Mine, da müssen wir... Nee, wir müssen nur in das Haus rein. Okay, dann ruhen wir mal. Ist sowieso schon ziemlich früh. Dann warten wir mal eben noch ein paar Stunden. Wo seid ihr? Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Ja, ich bin auch... Ich habe extra bei euch ein paar Sachen geklaut, damit ich mir leckeres Brot backen kann. Aber mal was anderes. Was könnt ihr mir über die Dunkelwasserkreuzung erzählen? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir fischen und bleiben für uns. Wir versuchen, weder das Kaiserreich noch die Sturmmäntel gegen uns aufzubringen. Und bislang hat uns der Krieg verschont. Okay, sehe ich das gerade richtig? Mhm. Kinderarbeit! Hallo! Euch habe ich hier noch nie gesehen. Refna! Seid ihr auch ein Bergmann? Nö, aber du hast die Spitzhacke, du schaufelst hier, das ist sehr gut. Son
Anders kümmert sich um mich, wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Der Ketus hat mich früher zum Tauchen ganz tief im Fluss mitgenommen. Ich vermisse ihn. Mhm. Hier vorne haben wir einen Landwirt. Können wir dir vielleicht seinen Weizen verkaufen? Wollen wir aber nicht. Huch, guten Tag. Ihr sucht Arbeit? Ach. Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Werner! Bringt mir einfach so viel Korundum, wie ihr ausgraben könnt. Früher hat mir Anneke bei der Minenarbeit sehr oft geholfen. Doch heute ist sie ein richtiger Rabauke geworden. Ich habe ein Paket von Sylgia für euch. Es ist schade, dass unsere Tochter die Reise nicht selbst antreten konnte. Aber wenigstens denkt sie noch an uns. Mhm. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es ihr für uns zurückbringen könntet. Warte, Moment mal. Ich mache hier diese epische Reise und bringe euch das Paket und dann soll ich es wieder zurückbringen. Na gut, komische Leute hier. So, du bist ein englischer NPC. Und die anderen sind wahrscheinlich alle in der Mine, ne? Die Frage ist, ob wir auch mal in die Mine gehen sollen. Warte mal, ist seine Frau hier drin? Hat die vielleicht noch irgendwas für uns? Nein, die sind alle in der Mine wahrscheinlich. Gut, das heißt, wir hätten hier erledigt, was wir erledigen sollten. Jetzt müssten wir eigentlich mal kurz zurück nach Hause reisen. Wir müssen aber wieder zurück nach Schorstein. Wir müssen zum Madesi, aber ich würde, wie gesagt, mal eben kurz nach Hause reisen. Weil wir jetzt alles, was wir hier so auf dem Weg machen konnten, haben wir jetzt erledigt. Falkenring müssen wir auch. Fellburg? Was denn Fellburg? Das ist ein Ort, da haben wir den irgendwie auf der Karte gesehen, dass wir da schon hinreisen können. Komisch. Wir reisen mal nach Hause. Wir müssen mal eben unser Inventar so ein bisschen aufräumen, glaube ich. Wir haben auch nur ganze Bücher und einen ganzen Kram dabei. Kodlak Weißmähne ist der Herold der Gefährten. Er gibt keine Befehle, aber sein Wort hat in Jovasket und allen neuen Fürstentümern großes Gewicht. Und diese Musik. Ich glaube, dass so Musik in Spielen ohnehin so unfassbar unterschätzt wird, ne? Wie sie die Atmosphäre begleitet. Das werden wir später raus wahrscheinlich bei den Drachenkämpfen noch häufiger erleben. Ne? Du merkst so eine subtile Veränderung, so eine subtile Veränderung in der Umgebung, in der Atmosphäre, die vielleicht durch andere Geräusche, andere Musik ausgelöst wird und dann weißt du aber schon, es ist ein Drachenkampf. Oder es ist ein langer Ladeschirm und du weißt, es kommt ein Drachenkampf. Man weiß es nicht. Oh, es ist Nacht, dann können wir auch direkt zu Hause schlafen. Das ist ja auch schön. Kein Drache? Das klingt verdächtig. Ich hab's geahnt. So, Bea, dein erster Drachenkampf. Ein Gletscherdrache mit 900 HP. Das ist wichtig, dass er keine normalen NPCs abfackelt. Wir treffen ihn überhaupt nicht. Jetzt. Wir müssen halt mal Aggro von ihm ziehen. Oh, die armen Pferde. Aber seht ihr, das meinte ich, ne? Mit diesem so ganz komische... Oh nein, er geht in die Stadt. Das ist halt das, was ich gerne vermeiden würde. Diese komische Atmosphäre, die man dann so hört. Man meint das zu hören so ein bisschen, ne? Das...
So, da hat sie ihn zerlegt. Die ganzen Wachen, die haben natürlich jetzt auch ihren Dienst geleistet. Aber das ist die Gefahr, ne? Wenn man diese Mod installiert hat, dass man in die Stadt rein kann. Sehr gut. Da ist er. Hier direkt vor den Stadttoren. Oh nein! Wenn wir jetzt immer den Drachen vor den Stadttoren haben. Na komm, mein Kleiner. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ist der denn wirklich tot? Ja, der ist tot. 180 Gold, Eisenpfeile, Drachenschuppen. Ja, jetzt sind wir natürlich... Ist ja. Der denn wirklich tot? Ja, der ist tot. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Gut. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Ja. Seid ihr dabei? Was ist denn die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Mhm. Vampire töten... Ich habe noch nichts von einer Vampirbedrohung. Na, habe ich wohl. Aber wir lügen mal ausnahmsweise. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Mhm. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter? Dämmerwacht? Wovon sprecht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ha, ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Gut, dann haben wir jetzt auch immer ein Mahnmal hier, ne, von dem Drachen. Wenn wir in die Stadt wollen, dann müssen wir an dem Drachen vorbei. So. Dann wollen wir mal kurz hier dir ein paar Sachen geben. Guck mal hier, die Drachenknochen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Wie die alle gucken. Gut. Ja, das ist ja schön. Dann können wir jetzt mal wirklich schön zu Hause schlafen. Uns entspannen in unserem eigenen Häuschen. Kurz noch eben die Bücher. Die werde ich jetzt nicht einsortieren, ne? In der Folge. Das wäre zu zäh. Hallo, wer bist du denn? Das wäre natürlich zu zäh. Diese reisenden Händler sind auch nicht immer hier, ne? Die sind gerade weg. Guck mal. So. Der Bär hat jetzt sein Haus auch noch nicht gesehen hier. Aber ja, wie gesagt, der läuft immer weg. Ich hab schon versucht, das selbst mit Skripts einzurichten, dass der dann auch bleibt in dem Haus. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen ihn dann halt immer mit uns rumschleppen. Schatz, ich bin zu Hause. Lydia? Machst du mir bitte die Tür auf? Ich bin bis oben vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und möchte jetzt mit dir hier ins Weekend-Feeling. Werd uns auch einen leckeren Sahnejoghurt machen. Mit Früchten. Lydia? Ich glaube, die schläft. Nee, doch nicht. Hi. Gut.
So, dann packen wir mal kurz. Wir packen jetzt einfach mal die Bücher hier rein. Das war jetzt. Da war ein Kochbuch, okay. Dann schauen wir mal. Da war schon mal so ein paar Bände zusammen. Wir haben so viele Ausgaben von Die Irrlichter, ne? Das ist ein bisschen doof. Da können wir direkt mal... Die Irrlichtmütter. Boah, ey, was wir alles sortieren müssen hier noch, ne? Ihr ahnt das sicherlich langsam schon. Weißt du, dass wir Bücher nicht doppelt haben und sowas alles hier, die... Himmelsrand für Entdecker haben wir auch schon 33.000 Mal. Dann würde ich die Bücher, die wir auf jeden Fall doppelt haben, dann hier in die Krimskrams-Kiste packen. Müssen wir noch ein Zauberbücher, müssen wir noch lernen, glaube ich, ne? Frostbiss. Heilende Hände. Gut. Eieieiei. So. Hier. Olaf und der Drache. Aha. Gut, dann hätten wir das. So, da müssen wir wirklich dann hingehen, ne, und gucken, so, welche Bücher sind jetzt doppelt, welche sind das. Und das ist ja bei Weitem noch nicht alles an Büchern, ne. Und teilweise gibt es auch diese Sonderbücher. Die habe ich hier auch schon ausgestellt. Hm, 25 Heilung. Das Koma, meist wird da reingepackt, okay. Dann hier Seelensplitter. Die sind alle, das sind alles nicht so schwere Sachen, ne? Aber wenn wir schon ordentlich einsortieren, dann sollten wir das auch ordentlich tun. Und vor allen Dingen so seht ihr mal, ne, wie ich das dann auch einsortiere. Zutaten. Problem ist, das sind nicht die Zutaten, die wir da haben wollen, ne? Sondern die hier. So, wenn wir dann kochen wollen, wir können ja dann morgen früh so ein leckeres, schönes Brot backen. Und für die Quest, die Sachen, die holen wir dann nochmal wieder raus. Das ist ja kein Problem. So, dann haben wir hier... Waffenständer, Waffen. Eisendolche packen wir da rein. Die Holzfäller erstmal. Spitzhacke, Stab der Feuerblitze. So. Und hier packen wir auch die Rüstung rein, die wir mit uns rumschleppen. Gut, das ist auch noch Kleidung.
teilweise ist es halt Beschwörungskleidung und teilweise ist es normale. Da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das auch nochmal separieren. So, dann haben wir dies, dann haben wir jenes. Und dann müssten wir eigentlich noch hier mal kurz gucken. Lydia ist fleißig, das finde ich schön. Warte mal, Lydia, ich habe hier doch diese Schmutz... Gem and Gold, genau, hier. Da kommen die Schmuckstücke rein. Ich habe auch überlegt, ob wir da vielleicht diese ganzen Ringe und so reintun. Das ist ja eine Schmuckschatulle. Eine Schmuck. Den dürfen wir nicht mitnehmen, ist ein Questgegenstand. Achso, den auch nicht. Eine Schmuckschatulle. Gut. So, dann würde ich gerne mal schauen, ob wir hier ein Brot backen können. Knoblauchbrot, dass wir endlich diesen Debuff wegkriegen. Knoblauchbrot. Dazu brauchen wir Knoblauch, Butter und Brot. Knoblauch hatten wir, glaube ich, hier hinten einsortiert. Nehmen wir mal, was war das? Zwei, ne? Wenn wir zum ersten Mal was gekocht haben. Ich weiß nicht, ich feiere das gerade. So dieses, ich mag das dann, wenn man in so Spielen dann auch wirklich so, ne? Wenn man in Spielen wirklich so, ne? So, leckeres Knoblauchbrot, zwei Stück. Habe ich da jetzt irgendwie was auch hochgelevelt? Nee. Der Bär, der hat das mitbekommen, dass wir leckeres Fressen machen. Knoblauchbrot, dann essen wir mal eins. Und jetzt sollten unsere Krankheiten geheilt sein. Denn wir hatten immer dieses Schlossknacken-Malus. Und tatsächlich, der ist weg. Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, jetzt können wir hier noch einlagern. Brot. Äpfel. Fleisch, Kartoffeln, Kürbis, Mehlsack, Milchkrug. So, und dann haben wir hier Meat and Ale. Und hier haben wir den Wein. So. Ich würde sagen, der Bär hat es schon vorweggenommen. Wir gehen mal eine Runde schlafen. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Oh, endlich im eigenen Bett. So, oh, erstmal 12 Stunden schlafen. Schön ausruhen hier nach dieser langen, spannenden Reise. Was? So viel zum Thema Ausruhen. Was ist jetzt los? Ah, ich bin ausgeruht. Das ist gut. Habe ich hier einen Fehler? Gut geschlafen? Okay. Astrid, ist das nicht die, die uns töten wollen lassen wollen wollte? Was ist los? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ja. Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Greloth sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Na, sowas aber auch. Irgendwie gefällt es mir nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ein Problem? Na, das gefällt mir nicht. Seht ihr? Dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht.
Nach mir und meinen Verbündeten. Grelod, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr jetzt, dass ich jemand anderes ermorde, oder was? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Ich habe mit diesem Wahnsinn nichts zu tun. Das ist wirklich zu schade. Euch scheint aber nicht klar zu sein, dass ihr Teil dieses Wahnsinns geworden seid, als ihr Grelod das Leben genommen habt. Nein. Ihr habt eure Wahl getroffen. Ich wusste, es würde Konsequenzen haben. Und nun ist es an der Zeit, die Konsequenzen eures Handelns zu tragen. Ihr verlasst diese Hütte erst, wenn jemand gestorben ist. Wer solche Freunde hat. Das war's von der heutigen Folge Skyrim Plus. In der nächsten Folge machen wir mit einem Lebensschluss.